Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tungis und Infernos New Galactic Adventure. Ganz genau, wir waren im letzten Part hier angekommen in einem Unterwasser-Level mit Super-Tung. Let's go. Wir haben bisher 27 Tode und ich bin rausgetappt. Danke. Ui, wir haben so einen kleinen Verschwimmeffekt. Okay, das wird interessant. Ah, grüßt du überhaupt? Also, ja, gut. Das ist so ein Insider-Kommentar hier. Gott! Was war. Was ist das? Ja, genau, Marvin, genau so. Genau so. Ja, also es war ja Tung, der sich hier gewünscht hatte, dass mehr auf das Gameplay bitte geachtet wird als auf die Story. Und deswegen haben wir hier natürlich mehr Level als Story. Deswegen ist das ja so. Ja, für Dr. Inferno ist das definitiv der falsche Weg. Denn der geht ja auf Story. Das wissen wir alle. Wer die Inferno-Videos kennt, der wird es ja selber sehen. Wisst ihr? Und die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt, die im ersten Spiel von Insomnia da war. Die hat ja erst angefangen. Also, und hier beim Jump and Run, da geht die Geschichte ein bisschen verloren, weil halt so viele Level dazwischen sind. Was ist das? Einfach durch. Okay, was tut es da? Es dreht durch. Siehst du doch. Bin ich hier sicher? Sieht ganz danach aus. Okay, was haben wir? Bombats, Bombats, Boom, Boom, Boom. Bombats, Bombats, Boom, Boom, Boom. Bombats, Bombats, Boom, Boom, Boom. Ja, also, wenn die Inferno-Videos in 2D gehen sollten, mit 2D Jump'n'Run, wenn das irgendwann der Fall ist, das wird irgendwann der Fall sein, weil, ja, die, wenn alle Inferno-Videos durch sind, dann wird man überlegen, ob man da nicht remaken könnte. Dann würde auf jeden Fall auf die Story mehr geachtet werden, und wir haben nicht nur Jump'n'Run-Kost. Also nicht nur kranke Jump-and-Run-Kost, sondern so eine kleine Stadtlevel und alles sowas. Ja, es wird mehr RPG mit Jump-and-Run verbunden sein. Da müsste man gucken. Aber das, da lassen wir uns noch Zeit. Erstmal RPGs draus machen und Jutes, damit man die Vorlage hat. Was ist das hier? Das sieht krasser aus, als es ist. Okay. Hm. Sieht wirklich schlimmer aus, als es ist. Und diejenigen, die sich jetzt fragen, gibt es eine Belohnung, wenn man das Spiel schafft, ohne mit null
mit 0 Deaths? Ja, die gibt es. Die gibt es. Was diese ist, findet es doch heraus. Ihr seht, der zählt halt immer mit. Der resettet sich ja in einem neuen Level nicht. Bin ich wieder? So. Drücke als Supertunk die Leertaste, um Laser zu schießen. Diese Laser können grüne Schalter aktivieren. Die Laser prallen sogar an Tunks ab. Gott. Alles klar. Die prallen an allem ab, um genau zu sein. Tung Fire. Was tut er? Alles klar, er lässt meinen Laser ein bisschen abprallen. Oh, ich kann so viel schießen, wie ich will. Ja, Silvester. Bullet Hell. Die Tungfires schießen Laser, habe ich gerade herausgefunden. Durfte ich gerade schmerzlich herausfinden. Alles klar. Ach, da können wir nicht dran. Das zerstört uns, dieser Block. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, damit wir hier wirklich mit Abpralltechnik ein bisschen daran müssen. An diesen Schalter. Genau. Was ist das? Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen, was es ist. Ich sehe Dinge, die mir Angst machen. Geht weg. Danke. Bitte nicht rausbauen. Bitte nicht. Nein, nein. Es hat was ausgekackt. Nein. Hilfe. Ja, an so einen Stellen würden wir wahrscheinlich rausfliegen. Allgemein, diese Supertung-Level würden komplett rausfliegen. Bin ich hier sicher? Nicht schießen. Jetzt schießen sie. Okay. Tschüss, du Windmühle. Yeah. Wo habe ich Schutz? Wo bin ich sicher? Nirgends. Da dran vorbei. Heiliges Hackfleisch. Muss ich hier bleiben? Ja. Aha. Hier. Andere Segel, es scheint weg zu sein. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell, 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 jetzt aber schnell. Tja, warum sind die Supertunnel-Level hier drin? Weil sie im ersten Spiel nur mal da waren. Nur deswegen. Und dass ja das Remake ist. Kann ich nicht hier bleiben? Ich habe eine Idee, die uns sehr viele Tode kosten wird. Nein.
Haut ihr jetzt mal ab? Danke. Wie viel waren da bitte? Grauenhaft. Größte überhaupt. Ein Insomnia, das größte überhaupt. So ein Song müsste es auch mal geben. Kommt. Wenn Insomnia das im Stream mal sagt, dann kann das definitiv passieren. Wenn er da singt, ein Insomnia, das größte überhaupt, dann kann das definitiv passieren. Hilfe, 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 Hilfe. Was ist das? Soll mir recht sein. Oh Gott. Okay. Oh yeah. Täusche ich mich oder wird der Verschwimmeffekt immer doller? Manche Kreissägen bewegen sich langsamer als andere. Diese kannst du abschießen. Okay. Dieser Verschwimmeffekt macht mich wahnsinnig. FX for the win. Die werden dann natürlich nicht mehr dabei sein. Das ist halt nur ein Feature des Programms. Und aus dem ersten Spiel war das ja auch mit drin. Also. Was zum... Okay. Das ist ja jetzt nicht schlimm, das hier. Wieso darf der denn da durch? Okay. Der darf einfach da durch. Wie soll ich da durch? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Danke. Interessant. Bitte. Bitte lassen Sie mich durch. Gott, Gott, Gott. Hoffen wir einfach mal, dass nicht irgendwann ein Level auftaucht, wo nur Segen sind, die wir so abschießen können. Nein. Bam, 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 bam. Mhm. Ein Checkpoint. Ich kann ihn schon gar nicht mehr auch richtig aussprechen. Geil. Was? Okay. Ich bin sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Gut, wenn der weg ist, dann muss ich los. Wo soll ich lang? Aha.
Im Notfall schießen. Kann ich da durch? Anscheinend. Da am besten immer mit dem Laser probieren, weil wenn der abprallt, dann wisst ihr, aha, da kann ich nicht durch. Dass das nicht gezählt hat als Treffer. Okay, wir spielen jetzt Dr. Inferno. Um Gottes Willen. Den muss ich da runterschicken wahrscheinlich. Dr. Inferno kann Feuer schießen, wenn du X drückst. Dieses Feuer kann Feuerblöcke und Feuerschalter zerstören. Siehst du einen von beiden, drücke X. Okay. Ich habe Angst. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Drücke E, um Eis zu schießen. Dieses Eis zerstört Eisblöcke. Nein. X und E. Ja, und das meine ich mit Controller-Steuerung. Das wäre toll. Das ist. Das hilft mir. Was soll ich jetzt tun? Ist nicht dein Ernst. Okay, ihr habt gesehen, was ich tun muss, ja? Ich musste den noch vorschieben. Drücke Z, um Elektro zu schießen. Es aktiviert Elektroschalter und zerstört Elektroblöcke. X, E, Z. Vielleicht noch V oder sowas dazu. Ich hab's gesehen. Was? Dass das noch gezählt hat. Er ist nicht gesprungen. Ich schwöre. Und ihr so? Hilfe. Ja, quäl dich. Nein. Wie soll das gehen? Ach du Scheiße.
Ach du Schande, was ist das denn für eine Klaue, die ich hier vollführen muss? Kann ich den nicht schon reinsehen? Ja, ich hab ihn. Danke. Muss ich finden, die nicht? Er hat Schieß entdeckt. Ha! Schnell den Speicherpunkt übrigens. So, aber ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und Meinung in die Kommentare. Jetzt wird's voll dolle. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.